ein Schock, wenn man Krebs hat, dann ist das erstmal, ja, wo hat man es her, was kann man machen, wie lange habe ich noch Zeit? Einfach Verdrängung, ich denke gar nicht dran. Krankheit, tot, nicht mehr lange krank. Krebs, eine Schreckenskrankheit. Deshalb gehen viele Menschen regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Ganz wichtig, 1000%ig wichtig. Doch stimmt das? Selbst Ärzte sind skeptisch. Die Vorsorgeuntersuchung sei in vielen Fällen nutzlos und mitunter sogar schädlich. Dass da doch manchmal mehr Unheil angerichtet wird, als wirklich die Sache von Nutzen ist. Also, wem nützt die Krebsvorsorge wirklich? Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Fakt ist. Fast jeder zweite Mensch erkrankt im Verlauf seines Lebens an Krebs, sagt die Statistik. Angesichts dieser Prophezeiung, da ist es doch sinnvoll, solche Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen zu besuchen. Oder etwa nicht? Schätzen Sie doch mal, wenn 1000 Frauen über 10 Jahre regelmäßig zum Mammographie-Screening gehen, wie viele von ihnen werden durch diese Vorsorgeuntersuchung wirklich vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt? Die Antwort gibt's gleich. Doch zunächst stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Lothar Weißbach, der Urologe, gehört zu den stärksten Kritikern der Krebsvorsorgeuntersuchungen. Er kommt zu dem Schluss, Nutzen und Schaden liegen sehr dicht beieinander. Ursula Froster, die Humangenetikerin und Vorsitzende der Sächsischen Krebsgesellschaft, hält dagegen und ermuntert Menschen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Krebsfrüherkennung ist gut, muss aber besser werden. Odette Wegwart, die Diplompsychologin, hat sich auf Risikoforschung spezialisiert und sie warnt Patienten als auch Ärzte. Wir müssen uns von dem Glauben verabschieden, dass Früherkennung nur Gutes bringt. Und Katrin Spielvogel, die Fernsehschauspielerin, findet das Vorsorgeangebot in Deutschland gut, doch gibt zu bedenken, keine Vorsorgemaßnahme kann uns die Sicherheit geben, die wir gerne hätten. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Spielvogel, Sie waren damals Anfang 30. Sie hatten gar keine Chance, zu irgendeiner Früherkennung oder Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Da war der Krebs viel, viel schneller. Ja, also ich gehörte zu absolut keiner Risikogruppe. Ich musste auch alle Fragen, die mir immer wieder gestellt wurden, gibt es Fälle in der Familie, mit Nein beantworten. Ich habe nie geraucht. Ich habe Pech gehabt. Wie haben Sie es gemerkt? Wie ist der Krebs für Sie spürbar geworden? Ich habe auf der rechten Seite, an der rechten Brust, blutig laktiert und bin dadurch das erste Mal zu einer Mammographie geschickt worden. Da wurde ein Mikrokalkfeld entdeckt und dann nahm das Schicksal sozusagen seinen Lauf. Aber Sie haben sich nicht gleich unters Messer gelegt, sondern Sie haben eine Zeit lang gewartet. Sie hatten Nerven. Ja, ich habe mir die Nerven genommen, weil mich das Ganze so überwältigt hat. Dieses Dezis, ductales Karzinom in situ, damals war schon die Therapieempfehlung, mir die Brust sofort abnehmen zu lassen. Und ich habe mir dann, ja, aufgrund meiner eigenen Patientenstruktur, sag ich jetzt mal, die Zeit und die Kraft genommen, um tatsächlich in ganz Deutschland rumzureisen und mir Zweit- und Drittmeinungen einzuholen. Und habe dann gesagt, okay, es gibt eine 70-30-Chance. 70%, ich bekomme Krebs, keiner weiß wann. 30%, ich bekomme keinen Krebs. Und ich habe mich dann tatsächlich für die 30% entschieden, was, glaube ich, vor medizinischem Hintergrund ein absoluter Wahnsinn ist, glaube ich. Da sagen alle, wie konnte sie nur. Aber das war mein Weg. Ich konnte nicht anders entscheiden. Und 2 Jahre später bekam ich dann die Krebsdiagnose. Und in der Zeit zwischen der Diagnose und den Operationen und Behandlung, da ist ein Krebstagebuch entstanden. Wir schauen uns das mal an. Also ich weiß, dass es das, dass ich es habe, aber ja, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe witzigerweise nie eine Vision von mir gehabt, von 60 oder 65. Die habe ich auch jetzt noch nicht. Aber ich weiß, dass 34 ist nicht das Alter, um zu sterben, okay? Also ich bin ziemlich fassungslos, dass es offensichtlich so beschissen aussieht, wie es aussieht. Ich bekomme einmal alle 3 Wochen eine Infusion von ein paar Stunden. Das ist dann halt dieses Gift, was ja den gesamten Körper total platt macht. Die letzten paar Sitzungen werden wohl die Hölle werden. Das ist echt ein beschissenes Gefühl. Vielleicht kommt jetzt auch mal wieder mal der Zustand irgendwie, wie mir meine Ärztin ja so schön erklärt hat, wo das Cortison abgebaut wird und die Hormone sowieso verrückt spielen. Aber die Verwandlung hat stattgefunden. Die Brust
ist es weg. Und sie wird nie wiederkommen. Und nun stehen Sie hier. Haben inzwischen ein Kind bekommen? Ja, 3 Jahre alt ist die kleine Maus. Und der Krebs ist geheilt, so man das sagen kann? Ich würde dann einen anderen Terminus benutzen, also ich bin halt ohne Befund. Also ich glaube, ich sehe es so, ohne, wenn du einmal Krebs hattest, bist du nie wirklich geheilt, weil er kann 15 Jahre, 20 Jahre später wieder losgehen. Also. Und unabhängig von Befund oder nicht Befund, der Krebs ist aber auch weiterhin insofern Teil Ihres Lebens, Sie thematisieren es immer wieder, Sie machen Vorträge, Sie setzen sich dafür ein, dass Patienten und Ärzte zueinander finden, ein ganz wichtiges Erlebnis, kommen auf den Titel unserer Sendung. Was halten Sie von Früherkennung von Vorsorgeuntersuchungen? Also meine Meinung ist da eine ganz klare. Ich finde es sehr gut, dass wir einfach in einem Land leben, wo es diese Möglichkeiten gibt. Ich finde aber, was wir nicht vergessen dürfen und was auch kein Mensch oder Patient vergessen darf, der zu einer Vorsorgeuntersuchung geht, das Ergebnis, was bei dieser Vorsorgeuntersuchung herauskommt, das ist eine Momentaufnahme. Und es ist keine 100-prozentige Sicherheit für das, was da eventuell kommt. Ich kann heute zum Screening gehen und morgen kann anfangen, was zu wachsen. Und in 2 Jahren, wenn ich zum zweiten Screening gehe, dann frage ich mich, ja, aber ich war doch da, es war doch nichts los. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen gucken, wie kann ich mit der Unsicherheit leben, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das Leben ist unsicher und die Vorsorgemaßnahmen werden uns diese Unsicherheit nicht nehmen können. Frau Professor Froster, früh erkannt, schnell gebannt, heißt es bei solchen Früherkennungsuntersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen, ist das ist ein lustiger Satz, aber ist er auch wahr? Es ist sicherlich so, dass ein Krebs, der im Frühstadium erkannt wird, sehr viel bessere Chancen hat zu heilen. Nicht? Man kann ja dann noch operativ vernünftig vorgehen, braucht nicht allzu viele eingreifende Maßnahmen zu machen, auch wenn sie heute trotzdem gemacht werden von therapeutischer Seite aus. Es hat schon Vorteile, Krebs früh zu erkennen, möglichst früh zu erkennen. Ob Sie ihn tatsächlich dann komplett bannen können, das kommt auf die Art des Krebses an und das kommt auch auf die Art der Zellveränderung an und was diese Zellveränderung so im Schilde führt, nicht? Ob die jetzt sich auf das Organ beschränkt, ob sie nicht vielleicht doch schon irgendwo was gestreut hat. Insofern ist es sicherlich im Prinzip richtig. Früh erkannt ist schnell gebannt, aber es muss dann trotzdem noch damit gerechnet werden, dass wir es ja beim Krebs nicht mit einer Krankheit zu tun haben, sondern mit einem ganzen Spektrum von Krankheiten, die auch, wenn sie immer nur nach dem Organ benannt werden, also Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, Darmkrebs ist nicht gleich Darmkrebs, ja, sondern wir haben hier eigentlich etwas, was wir heutzutage erst lernen, dass wir eine ganz andere Krankheitsentität eigentlich betrachten. Herr Professor Weißbach, es gibt viele, die sagen, Schaden und Nutzen liegen dicht beieinander bei den Früherkennungsuntersuchungen. Was heißt das? Zu denen gehöre ich auch. Ich glaube auch, dass Schaden und Nutzen ganz dicht beieinander liegen. Es gibt sogar Untersuchungen, nach denen der Schaden größer ist als der Nutzen. Und das Beispiel von Frau Spielvogel zeigt, dass sie einen Tumor gehabt hat, zunächst und primär, der noch gar nicht so sicher als Krebs zu bezeichnen ist. Nur hat sich diese Zellformation, die sie hatte, dann entschieden, ein Krebs zu werden. Das war nicht voraussehbar. Und so gibt es heute, egal ob in der Brust, am Darm oder in der Prostata, Zellveränderungen, von denen wir nicht vorhersagen können, auch nicht im Rahmen der Früherkennung, welchen Weg sie gehen werden. Sie können sich zurückbilden, sie können statisch bleiben, sie können aber auch aggressiv werden und müssen dann behandelt werden. Deshalb bin ich ein großer Verfechter. Das gilt nicht unbedingt für den Brustkrebs, aber wir wissen es viel besser bei der Vorsteherdrüse, wo man getrost erst einmal abwarten kann, die Veränderungen beobachten und dann eventuell Maßnahmen ergreift, wenn das notwendig ist, um den Schaden von den Betroffenen abzuwenden. Ich teile die Ansicht, wonach Früherkennung sicherlich auch einen Nutzen haben kann, aber der Nutzen ist sehr begrenzt. Und ich glaube, dass wir sehr wohl abwägen müssen zwischen dem auf der einen Seite Schaden und dem anderen dem Nutzen. Und ich wehre mich dagegen, gegen den Begriff auch Vorsorge, weil viele glauben, dass mit einer Vorsorge eine Maßnahme stattfindet, die vorsorgend den Krebs vermeidet. Das ist nicht so. Das ist ein gutes Stichwort, liebe Zuschauer. Wir wollten mal sehen, wie Sie darüber denken und haben uns umgehört. Ziemlich wichtig, klar. Je früher ich den
Krebs erkenne oder je früher oder je öfter ich zum Arzt gehe und der Krebs erkannt wird, desto besser ist es. Ich denke mal, Krebs im frühen Stadium ist immer noch relativ gut, viele Krebsarten relativ gut heilbar. Ich habe zum Beispiel keine Früherkennung auf Prostata Krebs machen lassen, weil ich da gelesen habe und auch gehört habe, dass da doch manchmal mehr Unheil angerichtet wird, als wirklich die Sache von Nutzen ist. Egal, was dann da irgendwelche Wissenschaftler erzählen, wichtig ist, dass vorgesorgt wird, dass dann geholfen werden kann, und denke ich, das ist schon ganz wichtig. Krebsvorsorge macht Sinn, weil die meisten Krebsarten, wenn sie zeitlich genug erkannt werden, sicher erfolgreich bekämpft werden können. Das ist auch meine Meinung, und ich mache auch Krebsvorsorge wie Darmspiegelung und Magenspiegelung in regelmäßigen Abständen. Ich habe auch vor, bald zu gehen, weil in meiner Familie das schon öfters vorgekommen ist und das ist ja vererbbar. Und da habe ich das auch bald vor, das zu machen. Ich muss ehrlich sagen, bisher habe ich mir keinerlei Gedanken über Krebsvorsorge gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Prostata-Untersuchung hast du schon gemacht. Ja. Sorg mal fürs Fernsehen. Ja, es sieht doch so aus, als ob doch ein relativ großes Vertrauen in die Früherkennung und in die Vorsorge besteht. Frau Wegwart, Sie sind Psychologin. Sie haben sich mit den Risiken in der Medizin beschäftigt, auch mit der Früherkennung. Würden Sie Ihrer, sage ich jetzt mal, besten Freundin raten, zur Früherkennung, zur Vorsorge zu gehen? Das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung, und da referiere ich jetzt einfach auf das, was Herr Professor Weißbach schon gesagt hat. Der Nutzen und der Schaden, der unterliegt letztlich einer sehr persönlichen Bewertung, wie hoch man einen Nutzen bewertet oder auch wie hoch man den Schaden, der mit der Früherkennung einhergeht, bewertet, ist letztlich etwas, was man in seine eigene Wertematrix einbringen muss, und darauf basierend dann eine Entscheidung fällen muss. Das Problem allerdings, was ich hier in unserem Land sehe, ist, dass Sie über den Schaden nie informiert werden. Mhm. Also erfahren Sie jemals etwas darüber, was für Nachteile die Früherkennung bringt? Und da muss man sagen, verpassen die meisten Patientenorganisationen oder jene, die Broschüren herstellen, nachdrücklich ihren Auftrag, hier transparent und umfassend zu informieren. Und da wollen wir uns das doch mal ganz konkret anschauen. Wir haben etwas vorbereitet, liebe Zuschauer, um Schaden und Nutzen von Früherkennung vielleicht ein bisschen deutlich zu machen. Das sind 1000 Heimerfiguren, und jede dieser Figuren steht für eine Frau. Also 1000 Frauen, die über 10 Jahre hinweg immer regelmäßig zum Mammographie-Screening gehen. Und wir haben Sie ja schon im Vorfeld dieser Sendung gefragt, was schätzen Sie, wie viele dieser Frauen profitieren davon? Also wie vielen bleibt der Tod durch den Brustkrebs erspart? Im Internet haben Sie abgestimmt, 2/3 der Zuschauer, die haben gesagt, so 10 bis 100 Personen. Wie viel sind es wirklich? Also wenn wir 2 Gruppen vergleichen von 1000 Frauen, und zwar jenen, die zur Mammographie gehen, zur Krebsfrüherkennung, oder die es nicht tun, dann haben wir bei denen, die es nicht tun, 5 Frauen, die an Brustkrebs versterben, und bei denen, die es tun, 4 Frauen. Das heißt, wir retten eine Frau pro 1000 vor dem Brustkrebstod. Das eine Frau auf 1000, das ist, also man muss sagen, zahlenmäßig auf jeden Fall sehr wenig. Jetzt kann man sagen, okay, immerhin ein Mensch wird vor dem Tod bewahrt. Jetzt gibt es aber weitere 100 Personen, die auch zur Früherkennung gehen. Was passiert mit denen? Also aus dieser Gruppe der Patientinnen. Während das rote Heimermännchen ja den Nutzen der Früherkennung darstellt, nämlich die Verringerung der krebsspezifischen Sterblichkeit, sehen wir hier bei den gelben Männchen den Schaden. Und zwar ist ein Schaden der Brustkrebsfrüherkennung oder einiger Krebsfrüherkennung, dass Patientinnen falsch positive Befunde halten, also dass gesunde Patientinnen eine Diagnose Brustkrebs, einen vorläufigen positiven Brustkrebsbefund bekommen. Also das, was man langläufig sagen würde, das ist ein Verdacht zumindest. Genau. Mhm. Und dann im Weiteren zur weiterführenden Diagnostik Stanzbiopsie überwiesen werden. Das sind Gewebeproben. Genau. Mhm. Und dort dann nach 2 bis 3 Wochen Aufklärung darüber erhalten, dass in deren Fall, also hier diese 100 Frauen, die wir sehen, erhalten dann in der Tat am Ende doch
auch noch die Information, dass Sie keinen Brustkrebs haben. Mhm. Das heißt, Sie sind für 2-3 Wochen beunruhigt, haben Sorge. Und viele Studien zeigen, dass diese 100 Frauen nicht nur in diesen 2-3 Wochen sehr beunruhigt sind, sondern die nächsten 2-3 Jahre überhäufig ihre Brust abtasten werden, aus Sorge, dass es vielleicht doch Krebs ist, der dort nur nicht richtig diagnostiziert wurde. Und überhäufig eine Mammographie anfordern, was dann den absurden Effekt hat, dass sie noch häufiger Opfer eines falsch positiven Befundes, also eines Befundes für Brustkrebs sind, der nicht tatsächlich Brustkrebs ist. Trotzdem, wir halten erstmal fest, auf jeden Fall, Sie haben keinen. Am Ende kriegen Sie noch die richtige Diagnose. Wir haben hier aber noch eine Gruppe von 5 Patientinnen, denen es noch anders ergeht. Ja. Was widerfährt denen? Diese Frauen werden bis zum bitteren Ende mit der Krebsdiagnose konfrontiert, obwohl sie eigentlich keinen Krebs haben. Das heißt, wir finden bei diesen Frauen eine Zellveränderung, von der, wie vorhin schon von Herrn Professor Weißbach gesagt wurde, nicht eindeutig vorhersagen können, wie wird die sich weiterentwickeln. Wir entdecken ja, dass ja dieses Prinzip von Früherkennung, wir schauen ja zu einem sehr, sehr frühen Stadium, ist da irgendwas? Und wir haben eine Zellveränderung und für einige von diesen kann man eben nicht abschließend klar vorhersagen, was passiert. Das heißt, hier sagen wir am Ende, weil wir eben sehr unsicher sind, es ist eine Krebsdiagnose, obwohl wir aus großen Studien wissen, das heißt, es ist keine Krebsdiagnose und Sie werden darauf behandelt. Das heißt, Sie gehen zu einer Operation, Sie gehen zu einer Chemotherapie, Sie gehen einer Strahlenbehandlung. Genau. Und am Ende werden diese Frauen denken, dass sie erfolgreich einen Brustkrebs überlebt haben, obwohl sie, wären sie nicht zur Früherkennung gegangen, nie als Brustkrebspatienten diagnostiziert worden wären und auch keine Symptome oder auch kein Tod durch Brustkrebs erfahren hätten. Das heißt, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, also bei 1000 Patienten auf 10 Jahre, die regelmäßig diese Untersuchung durchführen, eine hat tatsächlich einen Nutzen. Die schieben wir jetzt mal ein bisschen weg, weil ich sage, gut, ist doch gut ausgegangen, aber 5 haben eigentlich einen Schaden. So sieht's aus. Das sind überdiagnostizierte und überbehandelte Patientinnen, die letztlich Lebensqualitätseinbußen haben und mit einer Diagnose leben müssen, die eigentlich keine tatsächliche ist. Mhm. Frau Professor Froster, angesichts dieser Zahlen muss man sich schon fragen, Schaden und Nutzen von solchen Früherkennungsmaßnahmen, ist das doch vertretbar? Also man muss das schon sehr genau abwägen, nicht? Es sind sicherlich ganz enorme Fortschritte, die wir in der Medizin gemacht haben und die auch diese Angebote da sind. Aber man muss sich sicherlich vor 2 Dingen schützen. Man darf das nicht überbewerten, was damit erkannt werden kann. Man darf, wie Sie das, da würde ich Ihnen absolut zustimmen, wie Sie das ganz richtig ausgeführt haben, man darf auch nicht denken, dass das nur einen Vorteil bringt. Es gibt ja gerade beim DCIS fein disseminierten Krebs, nicht so wie ihn, wie Sie ihn sind ja auch. Sind veränderte einzelne Zellen in den Milchgängen. Da gibt es ja auch das Prinzip des Noli Me Tangere. Also wenn Sie dort reinstechen, wenn Sie da eine Biopsie machen, dann ist die Frage, ob daraus nicht erst Krebs entsteht. Ja? Das heißt, und ein zweiter Aspekt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt als Genetikerin, wenn Sie jetzt gerade die Strahlenbelastung durch die Mammographie sehen, die ist nicht null. Und Sie wissen, dass es außerdem biologischen Tod, den Strahlen verursachen können, eigentlich keinen richtigen Schwellenwert gibt. Das heißt, es kann ein einzelner Strahl Krebs auslösen. Und wenn ich jetzt eine Frau, die vielleicht ein erhöhtes Strahlenrisiko hat aufgrund einer genetischen Veränderung, wenn ich die jetzt ständig vor einen Mammographie-Schirm stelle, ja, dann kriegt die den Krebs, den sie sonst nicht gekriegt hätte. Dann erzeuge ich den. Jetzt, wenn wir so weit etwas sprechen, jetzt würde ich gerne wissen, wissen die Patienten um diese Risiken? Nein, sie wissen es nicht. Die Risiken der Früherkennung sind groß, werden aber nicht ausreichend transportiert. Und die Laien sind über den Nutzen sehr gut informiert und über den Schaden und die Risiken nicht. Und die Frage, die jetzt zu stellen ist, warum ist das so? Wir können gerne über die Risiken im Einzelnen sprechen, aber warum transportieren wir diese Risiken nicht? Ich glaube, dass hinter dem ganzen Früherkennungsmaßnahmen ein Riesengeschäft steckt. Und viele Gesellschaften, die was auf sich halten, ich nenne keine Namen, dazu gehören aber auch Fachgesellschaften, viele Medizinbetriebe und auch viele Kliniken legen großen Wert darauf, dass sie ihr Klientel aus denen ziehen, die zu einer Früherkennungsuntersuchung gegangen sind. Also ich
würde gerne noch mal auf das zurückkommen, was Frau Wiegwart gesagt hat. Und zwar, es ist die Wertematrix. Und derer bin ich mir normalerweise, wenn ich mich nicht schon früh mit mir und meinen Werten auseinandergesetzt habe, gar nicht bewusst. Und insofern glaube ich, dass das Vorsorgeangebot, das letzte Wort ist für mich entscheidend, es ist ein Angebot. Und da kann ich für mich selber entscheiden, ob ich dieses Angebot brauche, um für mich eine verbesserte Lebensqualität habe oder nicht. Um auf Professor Weißbach zurückzukommen, zu sagen, es wird nicht genug über die Risiken aufgeklärt. Ich wage mal zu behaupten, dass es dem Patienten in der Entscheidung, nehme ich an einer Vorsorgeuntersuchung teil oder nicht, glaube ich, nicht zwingend hilft. Im Gegenteil, es macht es sogar noch komplizierter. Ich weiß, dass die Mammographie arg umstritten ist. Es gibt also Untersuchungen über Untersuchungen. Ich bin auf genügend Patiententagen und Kongressen unterwegs, dass ich also auch genügend Vorträge höre, wo gesagt wird, wenn Sie einmal von München nach Hamburg fliegen, sind Sie exakt derselben Strahlung ausgesetzt, wie wenn Sie einmal zur Mammographie gehen. Was entsteht daraus für den Patienten? Auf jeden Fall nicht mehr Sicherheit, sondern eigentlich fast noch mehr Verunsicherung. Ja, der muss dann noch mehr bei sich bleiben und noch mehr bei sich gucken, zu welchem dieser beiden Bereiche oder dieser beiden Argumente, die kommen ja auch von beiden Seiten aus der Wissenschaft, ja. Zu welchem tendiere ich. Aber kann ich den Patienten dann trotzdem die Wahrheit vorenthalten? Das frage ich mich schon. Also als Psychologin frage ich Sie jetzt, oder Sie als Psychologin frage ich, verarbeitet das der Patient wirklich nicht? Oder halten wir ihn unmündig eigentlich? Wir halten ihn letztlich unmündig in Deutschland. Das muss man ganz klar so sagen. Die Möglichkeit, transparente Informationen zu finden, ist schwierig. Wir haben, um auch mal die Krebsgesellschaft zu nehmen, wir haben mit der Krebsgesellschaft vor einigen Jahren zusammen an den Faltblättern gearbeitet, weil die blauen Ratgeber viele irreführende Statistik beinhalteten. Also der Nutzen wurde in relativen Risiken dargestellt, die erscheinen sehr groß. Es wurden 5-Jahres-Überlebensraten berichtet, die im Zusammenhang mit Screening verfälscht sind. Und der Schaden wurde überhaupt nicht quantifiziert. Die Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, Entschuldigung, war dort sehr offen und hat mit uns letztlich zusammengearbeitet. Und wir haben es dann geschafft, mit ihnen gemeinsam Faltblätter zu entwickeln, die zumindest den Schaden erwähnen. Über die Zahlen, die letztlich dort transportiert werden, kann man immer reden. Die sind unter günstigen Bedingungen dort schöner dargestellt, als es internationale große Studien darstellen. Sie haben aber zumindest den Vorteil, dass über falsch positive Befunde, also über die Möglichkeit, dass man eine Diagnose Krebs bekommt, obwohl man keinen hat, informiert wird und auch über die Wahrscheinlichkeit, dass man unter Umständen sogar bis zum Ende einer Überdiagnose erliegt, informiert. Aber der große Teil in Deutschland derer, die uns Broschüren geben, tut das nicht. Und jüngstes Beispiel, das möchte ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, weil das für mich an einen Skandal grenzt, ist, dass der Berufsverband der Gynäkologen und der Kinderärzte und Jugendärzte, die BARMER und die Technikerkrankenkasse vor kurzem verklagt hat oder zumindest dort eine Klage eingereicht hat, weil diese transparente Informationen über die HPV-Impfung verbreiten. Das sind gestützte, wissenschaftliche, fundierte Ergebnisse, die dort in den Broschüren stehen. Und Ärzteverbände schwingen sich auf und ärgern sich darüber. Und da muss man ganz klar sagen, Transparenz ist in diesem Land bisher nicht gewünscht. Also kann auch ein Patient keine informierte Entscheidung treffen, wenn er nicht über die Risiken erfährt. Aber es gibt ein Patientenrechtegesetz. Und zumindest kann der Patient einen Anspruch anmelden, dass er auch über Risiken der Früherkennung aufgeklärt wird. Und es hilft ja auch durchaus. Früherkennung ist keine einfache Materie. Aber der Betroffene muss diese komplizierte Materie nun einmal durchschauen können. Und dazu müssen wir ihn in die Lage versetzen. Es ist doch ein großes Problem für ihn, wenn wir eine Überdiagnose haben, ob wir ihn dann operieren und er impotent wird und inkontinent. Diese Gefahr besteht ja. Und das wegen eines Tumors, der gar nicht behandlungsbedürftig ist. Oder ob wir ihn lediglich weiter kontrollieren oder ihm offerieren, deine Diagnose ist gar kein gefährlicher Krebs. Hinter all diesen Zahlen, das muss man sagen, stecken eben Menschen. Und diese Menschen, die müssen mit diesen Diagnosen irgendwie klarkommen. Zwei Menschen, zwei Geschichten. Beide handeln von der Diagnose Krebs. Wie jede Frau bekam Christine Gräfe mit Anfang 50 die Einladung zum Mammographie-Screening. Die Dresdnerin ging hin, dann der Schock. Schon bei der ersten Untersuchung diagnostizierten die Ärzte einen Tumor in ihrer Brust. Als ich den Befund gesagt bekommen habe, ist man im Moment erstmal handlungsunfähig. Also man ist irgendwie geschockt und sagt, das kann eigentlich gar nicht sein.
Und in dem Moment wusste ich eigentlich nicht so richtig, wie ist jetzt der nächste Schritt oder was tue ich jetzt am besten. Und habe mich an meine Gynäkologin gewandt und die hatte einen Termin im Brustkrebszentrum für mich organisiert. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. 14 Tage später die Operation und dann im Anschluss die Chemotherapie. Auch wenn die Behandlung eine enorme körperliche und psychische Belastung war, so machte die Hoffnung, den Krebs zu besiegen, Mut durchzuhalten. Also ich denke mal, in meinem Fall war es die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe. Also ich fühle mich jetzt auch gesund und auch wieder leistungsfähig, bin auch wieder im Dienst, gehe wieder arbeiten und ja, habe eigentlich mein altes Leben wieder. So wie Christine Gräfe ging auch Wolfgang Prager zur Vorsorgeuntersuchung. Ein PSA-Test bescheinigte ihm möglicherweise Prostatakrebs. Nach weiteren Untersuchungen rieten die Ärzte ihm zur Operation. Häufig auftretende Nebenwirkungen wie Impotenz und Inkontinenz wurden kleingeredet, die Wolfgang Prager noch heute schwer belasten. Weil man es als Mann sicherlich nicht gewöhnt ist, immer, wenn man so will, eine Windel zu tragen. Das ist so unangenehm und ich hatte in der ersten Zeit ziemlich drunter zu leiden, das muss ich also auch sagen. Da hat mich das schon unwahrscheinlich belastet. Ob die Operation wirklich die richtige Entscheidung war? Der heute 78-Jährige ist sich inzwischen unsicher. Ich war natürlich wie vom Kopf gestoßen, weil ich auch keine andere Möglichkeit sah, nachdem mir die Ärzte das gesagt haben. Und mein Urologe der hat mir das über den Schreibtisch so gesagt. Und wenn Sie sich nicht operieren lassen, dann kann ich Sie ja gleich zum Onkologen überweisen. Der sitzt ein paar Straßen weiter. Wolfgang Prager und Christine Gräfe, zwei Menschen und ihre Erfahrung mit dem Krebs. Ja, beide sagen, sie waren irgendwie vor den Kopf gestoßen und wir haben gespürt, auch beide haben unter einem gewissen Zeitdruck letztlich handeln müssen oder zumindest das Gefühl gehabt, zu handeln. Eigentlich typisch für Diagnosekrebs, oder? Dass man unter Zeitdruck steht und dass man eigentlich mit diesen Erkenntnissen zunächst nichts anzufangen weiß, vor den Kopf gestoßen ist. Das ist richtig, das spricht ein ganz wesentliches Moment an. Eigentlich, was uns fehlt, auch bei den Früherkennungsmaßnahmen, ist eine gute Beratung dazu. Wir müssen wissen, wo die Möglichkeiten, wo die Grenzen sind der Früherkennungsmaßnahmen. Und wir müssen dem Patienten dringend kommunizieren, dass wir auf jeden Fall jedweder Befund einer Screening-Untersuchung überprüfen müssen. Ja? Mhm. Und dafür muss Zeit sein. Und so viel Zeit ist eigentlich immer. Und man muss auf den Patienten eingehen. Aber Sie haben ein ganz wichtiges Moment angesprochen und das ist mir schon ein Bedürfnis, dass man das noch mal ein bisschen vertieft. Was nicht passieren darf, so gut man diese Möglichkeiten einer Früherkennung auch ansehen mag, ja, was nicht geschehen darf, ist, dass es eine Übernahme von Lobbygruppen gibt und dass die Patienten unter Druck gesetzt werden, entweder an dieser Screening-Maßnahme teilzunehmen oder dann diese Befunde möglichst schnell mit invasiven Maßnahmen, also mit Operationen, Biopsien, verifizieren zu lassen. Mhm. Und das ist die große Gefahr, die eben bei all den Fortschritten hier besteht. Aber wir haben es doch gerade von den beiden gehört. Also die Frau sagte, nach 14 Tagen lag sie unter dem Messer und der Herr sagte gerade, der Urologe hat gesagt, also entweder Sie entscheiden sich jetzt oder Sie können gleich zum Onkologen. Ich kann Sie gleich zum Onkologen weiterhin. Da ist ja von den Medizinern offensichtlich in einer gewissen Weise ein Druck ausgeübt worden, jetzt zu handeln. Ja. Hat man wirklich Zeit? Also ich glaube, dass es genau darum geht. Es geht darum, wie gehen wir mit diesen Vorsorgeergebnissen um, wenn ein Befund oder ein eventueller Befund vorliegt. Wenn sich jemand entschließt, das sind ja alles freiwillige Angebote, niemand wird gezwungen, zur Vorsorge zu gehen. Wenn sich jemand entschieden hat, okay, ich möchte dieses Moment für mich in Anspruch nehmen, und dann kommt eventuell eine noch nicht ganz gesicherte Diagnose, dann habe ich als Arzt letzten Endes das Zepter in der Hand. Ich kann noch mehr Angst verbreiten, indem ich sage, Frau Müller, ich habe da was gefunden, das sieht nicht gut aus. Oder aber ich sage, Frau Müller, ich muss Ihnen sagen, das und das sind die Werte, Sie haben den und den Wert, das könnte etwas bedeuten, muss es aber nicht. Wir können jetzt noch die und die Sachen machen, um abzuklären, um weiterzumachen. Als das damals Ihre Ärzte gesagt haben, waren Sie da wirklich in der Lage, das aufzunehmen?
Ich habe am Anfang ganz große Schwierigkeiten gehabt, das System DCIS zu begreifen. Also ich war bei 3 oder 4 Ärzten, die mir gesagt haben, das ist ein High Grade. Ja, da werden dann ganz viele Fachbegriffe, mit denen wird um sich geschmissen. Ich habe Stunden zugebracht, um in medizinischen Datenbanken meine Diagnose zu verstehen, bis ich sie dann endlich verstanden habe. Aber da kommen wir halt dann auch zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, weil der Patient kann auch eine Menge dazu beitragen, dass ein Gespräch sehr, sehr gut und auch für ihn funktioniert. Mhm. Was bleibt ist... Wie kann er das? Also Sie sagen, der Patient kann dazu beitragen. Da müssen beide zu beitragen. Das ist absolut keine Einbahnstraße. Also wenn der Patient den Arzt verwechselt mit seinem besten Freund oder dem Seelsorger oder da Sachen lässt, die da nichts zu suchen haben, also, dann so nach dem Motto, sag mir, was ich tun soll. Nee, ich glaube, das mache ich auch in meinen Seminaren, es gibt verschiedene Patienten- und Arztstrukturen. Das sind für mich nur Oberbegriffe und darunter können sich ganz viele verschiedene Muster und Verhaltensmuster verbergen. Wenn ich jetzt einen Patienten da sitzen habe, der gerne mitarbeiten möchte, ja, gern genommen ist der Akademiker, der schon mit so einem Stapel Informationen zum Arzt kommt und seine Diagnose mitbringt, und ich dann aber einen Arzt da sitzen habe, der in dem etwas autoritären Prinzip noch lebt und sagt, ich sage dem Patienten, was er zu tun hat, weil ich weiß, wie es geht, dann werden wir da ein Problem haben. Da haben wir keine Gesprächsgrundlage, wo man zueinander kommen kann. Ich darf eins nicht machen. Ich darf nicht das tun, was der Kollege hier gesagt hat. Wenn du dem nicht folgst, was ich dir vorschlage, kannst du gleich zum Onkologen gehen. Der Onkologe ist sicherlich auch ein guter Ansprechpartner. Aber so darf man sich nicht verhalten. Und um Ihre Frage zu beantworten, Krebs hat Zeit. Das ist eine Diagnose mit aufgeschobener Dringlichkeit. Wir müssen diese Beschleunigung rausnehmen. Sie entsteht durch Krebsangst. Früher war die gerechtfertigt. Krebs war eine Spätdiagnose und es wurde daran gestorben. Heute hat sich das Bild völlig verkehrt. Heute ist Krebs eine frühe Diagnose, dank der Früherkennung in vielen Fällen. Und da bleibt genügend Zeit, auch beim Brustkrebs, auch beim Prostatakrebs, um zu handeln und um auch eine Zweitmeinung einzufordern. Mhm. Wie kann man dem Patienten helfen? Sie sagen auch, der Patient muss die Fakten eigentlich haben. Wie kann man denen helfen, diese Fakten überhaupt aufzunehmen, zu begreifen? Ich glaube schon, dieser Begriff, ich bin wie vor den Kopf gestoßen, das ist ein Erfahrungswert, den die meisten ja haben. Nach der Diagnose ist sicherlich zu spät und darum, es wird ja immer wieder betont, es ist ein freiwilliges Angebot. Ich erlebe das nicht ganz so, dass das so den Menschen auf den Straßen vermittelt wird. Es wird häufig auch gerade im Bereich der Mammographie durch die systematischen Einladungen auch schon der Eindruck entwickelt, man ist hier eigenverantwortlich und wäre nachlässig, wenn man es nicht tut. Es wäre aber ein guter Zeitpunkt, genau in dem Moment optimal aufzuklären und das Für und Wider explizit zu besprechen. Also nicht nur auf die möglichen Nachteile hinzuweisen, sondern auch explizit zu besprechen, was macht man unter Umständen eben mit einem positiven Befund. Wie geht man damit um? Das ist in der Pränataldiagnostik üblich, dass man darauf hingewiesen wird. Hier ist eben wirklich die Frage, also positiv mit einem krankhaften Befund, was macht man damit? Was möchte man damit anfangen? Und auch ein Verständnis dafür erzeugt, dass Zeit da ist und dass aber auch die Möglichkeit und die nicht zu einem geringen Anteil da ist, dass man überbehandelt ist. Aber wer sollte das machen? Sie sagen, das sollte vor der Diagnose sein. Mit wem soll ich darüber sprechen? Ich gehe ja zum Arzt und dann habe ich meine Diagnose. Also wer ist davor gelagert? Bevor ich überhaupt eine Früherkennung anfange. Ich meine, irgendwo gehe ich ja hin und nehme eine Früherkennung wahr. Und dort sollte ich ein geschultes, spätestens dort. Am besten ist es natürlich, wenn ich eine Einladung in Deutschland, wird man ja systematisch per Brief eingeladen mit einer Informationsbroschüre. Die klärt auch in einem gewissen Maße auf, aber unzureichend. Die benutzt Zahlen, die nicht den internationalen Standards entsprechen. Aber hier wäre eine Möglichkeit, Fragen aufzugreifen, wie man mit positiven Ergebnissen umgeht, wie man auch damit umgeht, dass man eventuell falsch diagnostiziert ist bis zum Ende. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn das noch nicht reicht, wäre sicherlich auch eine gute Stelle, dass man in solchen Mammographiezentren, die gibt es ja nun mittlerweile, wenn man dort ist, dass dort nochmal ein explizites Aufklärungsgespräch stattfindet. Ich glaube aber, dass da auch gerade das Screening-Programm, das Mammographie-Screening-Programm, da in der Praxis absolut an seine Grenzen stößt. Weil was passiert? Wir haben diese Stellen, wo die Frauen hingehen können. Es wird praktisch nur das bildgebende Verfahren praktiziert. Die Frauen gehen wieder nach Hause und warten eine Woche auf den Brief. Also an der Stelle glaube ich wirklich, das ist eben das, was Sie auch beschrieben haben vorhin. Ich habe eine Woche in absoluter Unsicherheit. Ich bin zwischen Wohl und Wehe. Ich kann nicht mehr geradeaus denken. Und da weiß ich eben nicht, ob da auch die finanziellen Mittel
Mittel da sind. Sie hatten das im Vorgespräch gesagt, 830 Millionen wären, glaube ich, für die Vorsorge ausgegeben. Dass man da halt einen Arzt vor Ort haben sollte, was man aber nicht hat, weil die Bilder werden ja weitergeschickt und werden anderweitig. Das kann auch Sie sprechen gerade die 830 Millionen an. Wir wollen uns mal ein paar Zahlen angucken. Es ist nämlich in Deutschland schon so, dass extrem viel Geld für die Vorsorge ausgegeben wird. Deutschland hat den Krebs im Visier. Pro Jahr geben die gesetzlichen Krankenkassen allein für die Früherkennung 836 Millionen Euro aus. Ein Spitzenwert im internationalen Vergleich. Alle Frauen ab 20 Jahren dürfen sich auf Gebärmutterhalskrebs checken lassen. Ab 35 können Frauen und auch Männer sich auf Hautkrebs untersuchen lassen. Männern ab 45 wird eine regelmäßige Prostata-Untersuchung angeboten. Und Frauen ab dem 50. Lebensjahr werden aufgefordert, zur Mammographie zu gehen. 43 Millionen Vorsorgeuntersuchungen übernehmen die Krankenkassen jährlich. Es scheint, nichts bleibt unversucht, um den Krebs zu besiegen. Und ich glaube, das waren jetzt nur Zahlen, liebe Zuschauer, die sich bezogen auf die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Da kommen ja noch eine ganze Reihe Sachen hinzu. PSA-Test bei Prostata, das sind, glaube ich, Dinge, die ja gar nicht über die gesetzlichen Krankenkassen, Nein. zumindest nicht alle, erfolgen. Also da wird eine ganze Menge Geld dafür ausgegeben. Die Kosten sind weitaus höher. Besonders muss man hinzurechnen die Kosten, die sich aus den Überdiagnosen ergeben. Es bleibt ja nicht beim PSA-Test, es bleibt nicht bei der Mammographie, sondern die diagnostische Kette geht ja weiter. Weitere bildgebende Verfahren und bis hin zur Therapie, die gar nicht in jedem Fall sein muss. Das muss man in den Faktor ökonomische Kosten noch mit hineinrechnen. Und dann kommt viel mehr dazu. Mhm. Aber wenn man das sich vor Augen führt, Frau Professor Forster, dann muss man doch sagen, hat sich die Früherkennung in irgendeiner Weise verselbstständigt, fern vom Patienten? Man könnte fast den Eindruck haben. Es ist ganz sicherlich wichtig, und ich hatte das ja auch anfangs schon gesagt, es ist ganz sicherlich wichtig, dass die Früherkennung individueller wird und den Patienten eigentlich mehr berücksichtigt, seine wirklichen Ängste berücksichtigt. Es ist einfach nicht mit einem Screening-Verfahren auf breiter Ebene, wo dann vielleicht, wie es beim Mammakarzinom, beim Mammographie-Screening ja auch der Fall ist, durchaus auch leichter Druck ausgeübt wird, dass man dann dahin geht, wenn man mal die 50 überschritten hat. Mhm. Hier wird im Vorfeld zu wenig kommuniziert. Hier wird im Vorfeld auch zu wenig nach Informationen gesucht. Und mit einer Broschüre ist das einfach nicht getan. Mhm. Also aber wie können wir es machen? Also okay, Broschüre geht nicht, aber was können wir zusammentragen? Also ich hätte einen Vorschlag, nicht die Landeskrebsgesellschaften, die ihre Beratungsstellen ja haben, auch dort könnte man sich im Vorfeld zu so einem Screening informieren, patientenseits. Und auch dort könnte man mit einem Befund durchaus mal hingehen und sagen, was halten Sie denn davon oder haben Sie einen Experten, der mir da raten kann? Das setzt aber voraus, dass ich als Patient, doch bevor ich überhaupt so eine Diagnose habe, schon ein Bewusstsein dafür habe. Ist es denn tatsächlich so, dass die Leute dann loslaufen und sagen, ja, ich will mich mal vorsorglich informieren, eigentlich doch erst, wenn es soweit ist? Hm. Gesundheit lebt im Verborgenen, hat Gadamer gesagt. Und solange ich verborgene Gesundheit pflege, solange werde ich mich nicht über Früherkennung informieren. Mhm. Das findet erst statt, wenn Betroffenheit ausgelöst wird. Aber lassen Sie uns doch mal gemeinsam zusammentragen, die letzten Minuten in dieser Sendung. Was können Betroffene tun, um möglichst die richtige Entscheidung zu treffen? Also die Entscheidung erstmal, gehe ich zur Vorsorge oder nicht, kann man sicher niemanden abnehmen. Aber was kann man machen? Die richtige Entscheidung ist ja tatsächlich schwierig. Also es ist ja schon mehrfach heute Abend gesagt worden, es ist eine individuelle Entscheidung. Und es wurde auch schon vorhin erwähnt, dass man natürlich mit einer Früherkennung keine Sicherheit erlangt. Also diese Utopie muss ja schon gestoppt werden, dass man glaubt an die Teilnahme an der Früherkennung. Und ich betone Früherkennung ja mehrfach, weil es ist keine Vorsorge. Woher kommt denn dieser Begriff? Ja, es wird fälschlicherweise viel genutzt. Zufällig? Das ist schwer zu sagen, wo der herrührt, aber bis zu 60% der Frauen, die an der Mammographie teilnehmen, hat eine kleine Studie in Deutschland gezeigt, glauben, sie könnten tatsächlich mit der Teilnahme an der Mammographie Krebs verhindern. Das ist natürlich absurd. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, was so ein Wort auslöst und dass das gar keine Fragen aufwirft. Aber ich meine, das ist der Slogan, den ich vorhin sagte, früh erkannt, schnell gebannt. Steckt das nicht da drin, diese Hoffnung?
Also ich meine, dann sind ja solche Slogans auch sehr, sehr fragwürdig. Der Band heißt ja nicht, dass er gar nicht auftritt. Das heißt nur, wir haben ihn besser im Griff. Aber die Hoffnung steckt da drin und die ist nicht gerechtfertigt, wie Sie an dem Beispiel gezeigt haben. Und ich glaube, dass man auch nicht alles auf den Patienten in der Verantwortung abgeben kann. Da sind noch andere Gremien gefordert. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Netzwerk. Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die sind aufgerufen, die einzelnen Maßnahmen zu prüfen. Und der gemeinsame Bundesausschuss wird dann für die Patienten Informationen liefern, was sie tun sollen und was nicht. Ich glaube, das ist an der Zeit, dass diese Maßnahmen jetzt stattfinden. Aber Sie haben vorhin... Ich glaube aber auch, dass der Schlüssel ganz schlicht auch zum großen Teil tatsächlich im Gespräch liegt zwischen Arzt und Patient. Denn wir wissen, die Medizin ist im wirtschaftlichen Wettbewerb angekommen, schon ganz, ganz lange. Und deswegen sind solche Gremien, die Professor Weisbach gerade erwähnt hat, natürlich absolut sinnvoll und notwendig. Aber den einzigen Unterschied, den es, glaube ich, langfristig geben wird, der wird nicht sein, ob Brustzentrum A das feinere Ultraschallgerät hat gegenüber Brustzentrum B, sondern das wird sein, wo wird der Patient wahrgenommen, aufgeklärt, wo wird ihm auf Augenhöhe begegnet, wo wird eine Kosten-Nutzen-Rechnung und wo wird nicht über ihn entschieden. Das glaube ich, dass das Thema ist, worum wir uns bemühen müssen in Zukunft. Aber machen wir es nochmal konkret. Also für diese Früherkennung. Erste Maßnahme sicher, Zahlen insgesamt hinterfragen. Wir haben diese Zahlen da gesehen. Da wird ja auch oft argumentiert, mit dieser Mammographie kann die Sterblichkeit um 20% gesenkt werden. Das bezieht sich auf das, was Sie vorhin sagten. Also in der einen Gruppe sterben 5, in der anderen sterben 4. Das sind es plötzlich, die 20%. Die beziehen sich auf diese beiden Patientengruppen, aber nicht auf diese 1000 Leute. Die genau. Also völlig... Also Zahlen hinterfragen, erster Punkt. Sicher, und dann auch, was jetzt hier nochmal angesprochen wurde, der Arzt, der häufig selbst kein Wissen hat. Wir haben zahlreiche Studien mit Ärzten durchgeführt, wir haben verdeckte Telefonstudien mit Gynäkologen gemacht, die Mammographie, Screenings anbieten. Sie erhalten zum Nutzen relative Angaben, 20%. Zum Schaden wird im besten Fall noch was zu der Strahlenbelastung gesagt. Zur Überdiagnose wird gar nichts gesagt und wir haben eine große Studie mit über 400 Medizinern, die Früherkennungsmaßnahmen anbieten, veröffentlicht vor 2 Jahren in Annals of Internal Medicine, haben dort gezeigt, dass 60-70% der Ärzte uns nicht benennen konnten, wie das Ausmaß an Überdiagnose bei Prostatakrebsfrüherkennung und bei Mammographie ist, die am häufigsten angebotenen Früherkennungsmaßnahmen. Mhm. Und hier beginnt schon das erste Problem, wenn wir über Kommunikation auf Patienten-Arzt-Ebene sprechen, dass Patienten einen Arzt gegenüber sitzen, der häufig selbst gar nicht so richtig weiß, was die Fakten sind. Muss ich als Patient Sie als Arzt nerven, dass ich von Ihnen fordere, sagen Sie mir was zu den Risiken? In einem Satz geantwortet, ich wünsche, dass Sie mich nerven. Nur der fragende Patient kann Antworten erhalten. Mhm. Und nur der fragende Patient ist der, der auf Augenhöhe ist. Der geht aber in eine ganz normale Sprechstunde. Da ist auch so ein bisschen gefühlter Zeitdruck. Da draußen sitzen auch noch mehr. Ja, das ist richtig. Aber meine Kollegen haben eine gut organisierte Sprechstunde, viele von ihnen, und verlegen solche Gespräche dann in die Abendstunden oder wenn der Beruf dann fern ist und lassen sich dafür Zeit. Ich glaube, das macht einen guten Arzt aus. Mhm. Ich glaube aber auch, dass der fragende Patient, Sie sind ein wunderbares, positives Beispiel, weil Sie sagen, bitte fragen Sie mich, nerven Sie mich, weil nur so können Sie Antworten bekommen. Es gibt auch andere Vertreter, die dann sehr schnell unwirsch werden und das eben nicht wollen. Und dann ist man auch sehr schnell der schwierige Patient. Mhm. Da, finde ich, gibt es auch einfach noch viel, viel Aufklärungsbedarf. Und ich glaube, den Zeitfaktor, den können wir nicht ändern. Das ist da, wir können das System nicht ändern, aber man kann es ein bisschen umstrukturieren. Und ich glaube, man kann mit ein bisschen Erklärung dafür sorgen, dass wir die wenige Zeit, die wir haben, einfach effektiver und beidseitiger besser nutzen können. Das halte ich für wichtig. Wir können uns auf Risikofaktoren beschränken. Aus diesem Schrotflintenprinzip können wir einen Kompass machen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft der Früherkennung. Liebe Zuschauer, das war Fakt ist für heute. Wir haben über das Für und Wider und sehr viel ja offenbar über das Wider von Früherkennung gesprochen. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Dranbleiben. In einer Woche sind die Erfurter Kollegen dran und dann geht es nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Gartenzwerge, um die Nachwuchssorgen in den Kleingartenanlagen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.